Sehr verehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie hiermit ganz herzlich zu unserer hauseigenen Rüstungsmesse hier im schönen Kassel. Ich bin die Firmenchefin von Krausmacher Wegmann. Wir sind ein Unternehmen mit langjähriger Tradition und zudem der größte Rüstungsproduzent in ganz Kassel. Auf unsere Einsatzsysteme verlassen sich weltweit die Streitkräfte von über 50 Nationen. Wir liefern weltweit und machten damit im Jahre 2010 64 Milliarden Gewinn. Besonders stolz sind wir dabei auf unsere Leopard-Panzerreihe. Ich präsentiere Ihnen hiermit den sichersten Kampfpanzer der Welt. Dieses Gerät hat ein Nachtsichtgerät, das unglaublich hochfunktional ist. Wie können Sie diese Tötungsmaschine nur so angreifen? Also ich bitte Sie, ist etwa jemand seine Axt baut schuld, wenn damit ein Amoklauf verübt wird? Unsere Regierung kontrolliert, wohin die Panzer gehen. Und viel wichtiger, wir schaffen Sicherheit in der ganzen Welt mit unseren Produkten. Was haben denn tote Zivilisten mit Sicherheit zu tun? Wissen Sie, ich sehe da gerade britische Verteidigungsminister. Frau Ministerin, wie geht es Ihnen? Sie brauchen doch bestimmt noch ein paar Panzer für Ihre Armee. Ich glaub's nicht. Durch die Documenta soll eine weltoffene und politische Zusammenarbeit zwischen Kassel und Athen präsentiert werden, während im Hinterzimmer solche Geschäfte abgemacht werden. Anscheinend findet die deutsche Regierung es okay, wenn Griechenland Millionen fürs Militär ausgibt und sonst an allen anderen Ecken und Enden sparen muss. 25% aller Griechen haben keine Krankenversicherung mehr. Das Geld sollte lieber in ein gutes Gesundheitssystem gesteckt werden, anstatt in neue Panzer. Vielleicht hat das Mädchen ja recht. So groß ist der Bedarf an Panzern bei uns echt. Also ich bitte Sie, Sie leben in unruhigen Zeiten. Da ist Vorsicht ja wohl besser als Nachsicht. Also ich muss sagen, Ihre Argumente gefallen mir sehr gut. Das dachte ich mir. Bitte, es ist gar nicht so wichtig. Unterschreiben Sie einfach hier. Hat mich sehr gefreut, die Geschäfte zu machen. Ha, wer sagt es denn? Wir sind der größte Rüstungsproduzent in Kassel. Das hättest du wohl gern, mein Lieber. Wir von Rheinmetall werden bald eine ganze Panzerfabrik in der Türkei bauen, damit dort die Panzer in Serie vom Fließband rollen können. Es sterben Menschen durch die Waffen, die sie produzieren lassen. Aber Geld regiert die Welt und somit die Banken und Konzerne. Und dabei wird kein Gedanke an uns, an die Bevölkerung gerichtet. Und der Staat, der macht es einfach so mit. Herr Minister, Herr Wirtschaftsminister. Guten Tag. Wir wollen in die türkische Wirtschaft investieren. Und zwar wollen wir eine Panzerfabrik in der Türkei bauen. Da entstehen wunderbar viele neue Arbeitsplätze. Ja, Investitionen, Arbeitsplätze bei Handel. Hört sich ja schon mal nicht schlecht an. Aber hier, mein Jobangebot nach meiner Amtszeit, das steht doch noch, oder? Sicher, Sie kennen mich doch. Einmal hier unterschreiben und die Katze ist im Sack. Perfekt. Und Sie wissen, Endverbleibsklausel, Sie dürfen das nicht weiterkaufen. Verkaufen uns. Ja, passt schon. Wunderbar, wunderbar. Die Panzerfabrik steht ja und der erste Panzer ist auch vom Stapel gelaufen. Schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Sie wissen, Endverbleibsklausel, mehr brauche ich nicht sagen, Sie kennen sich ja auch. Bitte. Diese Leopard-Panzer bleiben ausschließlich in der Türkei. Können Sie sich drauf verlassen? So kenne ich Sie, mein Mann. Viel Spaß. Freie Meinung, freies Leben, ohne Unterdrückung und für jeden. Freie Meinung, freies Leben, ohne Unterdrückung und für jeden. Achtung, Achtung. Sie befinden sich auf einer nicht genehmigten Demonstration. Wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen. Entfernen Sie sich unverzüglich und geben Sie die Straße frei. Legen Sie die Vermummung ab und stellen Sie die Störung der öffentlichen Ordnung ein. Sonst werden wir mit dem Räumschild gegen Sie vorgehen. Freie Meinung, freies Leben, ohne Unterdrückung und für jeden. Freie Meinung, freies Leben, ohne Unterdrückung und okay. Für jeden. Freie ich warne Sie jetzt ein zweites Mal. Entfernen Sie sich unverzüglich und nehmen Sie die Straße frei, legen Sie die Vermummung endgültig ab und stellen Sie die Störung der öffentlichen Ordnung ein. Sonst werden wir gleich mit dem Rollenschild gegen Sie vorgehen. We want democracy looks like. This is what democracy looks like. Tell me what democracy looks like. This is what democracy looks like. Tell me what democracy looks like. This is what democracy looks like. Okay,
Kräfte im Räumpanzer gegen sie vorgehen, da sie trotz Aufforderung immer noch vermummt sind und die Straße blockieren. Wir werden jetzt gegen sie vorgehen. Im politischen Jugendverbänden oder dem offenen Schülertreffen gegen Krieg in Kassel.